Jetzt stehe ich das zweite Mal da, weil ihr sind ja der Blutwürst fast verreckt. Jetzt werden wir wieder ein bisschen seriös, bitte. Also, absolute Ruhe. Ich will nicht immer fragen und gefragt werden. Ich meine, fragen darf man sich noch, aber ich will es einfach nicht mehr. Sich mit Fragen plagen, lieber verzagen, als immer fragen, lieber mit Scheuklappen durchs Leben zappen, mit Kopfnicken durch die Welt gehen und überall nur das Gute sehen. Lieber als chinesischer Soldat über den Platz des himmlischen Friedens marschieren und Befehle von Wen Jiabao akzeptieren. Lieber unter Tränensäcken erblinden und alles schon gut finden. Ich will nicht in einer Yoga-Gruppe im Schneidersitz am Boden sitzen, die anderen am kleinen Zicher krüseln und fragen, wer bin ich? Was will ich? Was suche ich? Ich will mich nicht mit solchen selbstsuchenden Kuschelfragen rumschlagen. Ich will nicht ein Verständnisvollmachen immer für alle Fragen ein offenes Ohr haben. Lieber habe ich zwei offene. Eines für rein und das andere für raus. Ich will nicht meine Seele entblößen, sie zur Schau stellen, dem Spott aussetzen, sie am Silke in Zürich für 5 Geld verkaufen. Das will ich nicht, das kann ich nicht, das darf ich nicht. Ich will nicht mithelfen, die Welt zu verbessern, unsere Zukunft zu verschönern. Ich will mich nicht mit solchen Weltverbessererfragen plagen. In 66 Jahren, da fängt das Sterben erst richtig an und wir sind alle sowieso unter dem Boden. Immer fragen, suchen, kritisieren. Und die Antwort bekommt man erst, wenn man unter Geranien, Primeli und Vergissmeinnicht vergraben ist. Wöchentlich mit Hauert Blumendünger bespritzt wird, das Fleisch langsam an den Knochen abstirbt, dann bekommt man die Antwort auf die Frage, das Wort auf das Fragezeichen, das die Gewissheit über das Ungewisse. Das ist das Depressive, das Niederdrückende an unserem Leben, das wirklich Depressive. Wer, was, wann, wo, wie und warum, Eventualitäten abchecken, Wissenslücken füllen mit Bitte und zementieren, Rede und Antwort stehen, Wissensdurst und einen Bärenhunger haben, immer diese Fragen, willst du Krankenkasse wechseln zu der Garena, hast du schon ein Problem oder willst du eine Ziege mit viel Schaf oder lieber ohne Zwiebeln, zahlst mit Visa und hast Supercard und Teilsarmee, willst du einen Stutz haben. Gott schalkt über Gott und die Welt und Eschbacher schwaffelt über Schwulsein und wie es ihm gefällt. Franz Fischlin fragt Ulrich Tilgner von Zürich nach Teheran, wo liest denn Osama Bin Laden zurzeit den Koran? Mike Shiva will das Geburtsdatum wissen und Roger Schawinski sein Who Cares nicht missen. Ich will nicht immer fragen und gefragt werden. Wenn der Zug auf Bern fährt und ob dort der Ostwind auch noch gültig ist, ob ich den Abfall trenne, die Bananen von der Orangen und die Rüebli-Schilfer von der Tomaten, was ich wähle, Kommunist oder Schweizer Demokraten, sie hat noch eine Frage und er will etwas wissen, er braucht eine Auskunft und meint, ich sei vom Fach, sie macht eine Umfrage und er sammelt für die Vogelwarte Sembach. Ich will nicht immer fragen und gefragt werden. Wer Fragen zum Text hat, soll diese bitte im Anschluss nicht stellen. Der Text ist selbsterklärend. Wer nicht nachgekommen ist, selber schuld.